zwei Teams, die viel größere Ambitionen hatten. Der Waldhof aktuell Tabellen-17. gegen den Absteiger Arminia Bielefeld Tabellen-15. Über 14.000 im Karl-Benz-Stadion. Und eine Überraschung, Omer Hanin mit seinem Drittliga- und auch Waldhof-Debüt anstelle von Lucien Havriljuk. Eine sportliche Entscheidung, wie Marco Antwerpen betont. Die Bielefelder in Rot von Beginn an spielbestimmt. 11. Minute, Biancardi hat die Großchance, aber da ist gleich Omer Hanin. Stark pariert vom 25-jährigen Israeli, bisher nur in der Regionalliga Südwest zum Einsatz gekommen. Der Waldhof tut sich schwer in der Anfangsphase. Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. 16. Spielminute und dann plötzlich sogar Überzahl. Klos für Schreck. Und das muss das 1:0 sein. Sam Schreck, 27 Spiele, keine einzige Torbeteiligung. Hier zeigt er, warum. Mannheim braucht eine ganze Weile, um in die Partie zu finden. Früher wechselt dann sogar von Antwerpen nach gut 20 Minuten Riekmann raus, Wagner rein. Und diese Szene, Beuth gegen Lanner, der bleibt liegen. Mannheim spielt erstmal weiter über Hawkins. Die Szene scheint vorbei. Mannheim bleibt allerdings drin. Die Verlagerung auf Linksverteidiger Luca Bolay. Und der findet Samuel Abifade. 41 Mal in Folge, kein Tor in Liga 3 und dann trifft er zweimal in Folge. Aber das die entscheidende Szene. Die Hand von Beuth geht in Lannerts Gesicht. Am Ende hätte es hierfür einen Freistoß geben müssen. Schiedsrichter Haselberger sagte selbst, das war eine Fehlentscheidung im Nachgang. Bolays Flanke ist super, ebenso wie Abifades. Kopfball, nichts zu machen für Kersken. Im Kasten. Die Arminia davon wenig beeindruckt. Kurz vor der Pause mit einer von vielen Gelegenheiten in Durchgang 1. 4-5 Hochkaräter. Einen hat Mael Korbos. Klatsch. Es fehlen Zentimeter zu seinem ersten Treffer im Arminen-Trikot. Alle Torbeteiligungen in dieser Saison noch für Ferl eingesammelt. Antwerpen trotz Führung nicht so richtig zufrieden, denn Kniaz Team ist besser. Nach 45 Minuten Mannheim steht dann ein wenig stabiler. In Hälfte 2 der Gast aus Bielefeld tut sich etwas schwerer zu Torchancen zu kommen. Lannert mal mit dem linken, da ist wieder Hanin. Insgesamt blitzsaubere Partie, denn auch beim Schuss aus der zweiten Reihe von Oppi ist er zur Stelle. Hanin versprüht viel Sicherheit da hinten. Das tut dem Waldhof in dieser Phase richtig gut. Nach wie vor spielen allerdings fast nur die Herren in Rot. Inzwischen auch Yildirim in der Partie. Kapstein mit dem Fehler und da kommt Bujelab. Nächste Riesenchance, die sie legen lassen. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten Wochen. Sie erarbeiten sich wahnsinnig viele Torchancen, aber die Chancenverwertung, der ganz große Knackpunkt, auch Bujelab kurz zuvor in die Partie gekommen. Entlastung gibt es so gut wie gar keine mehr für die Hausherren. Stattdessen wieder der Tabellen-15. über die starke rechte Seite. Yildirim im 1 gegen 1. Stark diese Vorlage und dann wieder nichts. Wieder Aluminium. Bujelab. Und die große Frage, wie viele Chancen kann man eigentlich liegen lassen? Starke Vorarbeit, erster Kontakt nicht ganz sauber, leicht in Rücklage und dann fehlen wieder mal nur Zentimeter. Man hat das Gefühl, die Arminia könnte heute ewig spielen. Es fällt einfach kein Treffer. In der Schlussphase macht Waldhof es dann richtig geschickt, zieht viele Fouls und hat noch eine Chance zum zweiten. Kersken klasse gegen den Versuch von Jonas Karls. Zuvor ganz stark von Terence Beuth, der viel ackert, für sein Team arbeitet, wie alle Waldhöfer. Heute 100% reinlegt, am Ende ein glücklicher Arbeitssieg für das Team von Marco Antwerpen. Viel zu viele Torchancen zugelassen und letztendlich glaube ich, ja, das, was in Freiburg wir glaube ich liegen gelassen haben, hat heute glaube ich Bielefeld da liegen gelassen. Die Arminia schlägt sich ein Stück weit selbst und der Waldhof rückt ran bis auf zwei Zähler an die Bielefelder. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.